Seiten des öffentlichen Lebens stoßen Rechtsradikale auf Widerstände, die von anderen gar nicht erst wahrgenommen werden. Schon das Aufnehmen sozialer Kontakte ist für sie ungleich schwerer als für uns normale Menschen. Isolation und Einsamkeit sind oft die Folge. Auch das verzweifelte Streben nach gesellschaftlicher Anerkennung, zum Beispiel durch sportliche Leistungen, ist für Rechtsradikale nur selten von Erfolg gekrönt. Und nur allzu oft wird übersehen, dass die wenigsten öffentlichen Gebäude über eine nazigerechte Ausstattung verfügen. Diese Bilder machen eines deutlich. Rechtsradikale brauchen unser Verständnis und unsere Hilfe. Zum Beispiel durch soziale Projekte, die sie ermutigen, sich wieder als vollwertige Mitglieder unserer Gesellschaft zu fühlen. Na, Herr Hitler,